Der Verein Zukunft Coburg Digital nahm in seiner Auftaktveranstaltung die Gäste mit in die Welt der Digitalisierung. Damit diese gelingen kann, braucht es Freiräume für Kreativität in den Unternehmen. Ja, Zukunft Coburg Digital ist eine Initiative, die Unternehmen bei ihrem Weg in die Digitalisierung begleiten will und aber auch neue Unternehmen, Start-ups unterstützen will, die im digitalen Umfeld anfangen, sich da zu entfalten und Kontakte zu knüpfen und denen ein bisschen den Start ins Geschäftsleben zu erleichtern. Die digitale Transformation ist nicht mehr aufzuhalten. Die Unternehmer dürfen sich nicht mehr hinter ihrem Tagesgeschäft verstecken. Dieser Prozess beginnt im Kopf, sagt Christian Bredlow, Referent und Digitalisierungsexperte. Es sei eine veränderte Geisteshaltung. Na, ist ja ganz oft so, dass halt speziell IT-Themen in den Vordergrund geschoben werden. Ne? Also wenn man halt guckt, Unternehmen, geht es ganz stark darum, wie gehen die Computer, wie gehen die Programme und ist eigentlich viel mehr. Dass man auch in der Region Erfolg haben kann, zeigten drei Start-ups an diesem Abend. Es gibt Unternehmen, die schon viele Projekte umgesetzt haben in der Digitalisierung. Es gibt Unternehmen, die erst am Anfang stehen und ihre Strategie noch ausarbeiten. Aber insgesamt sind wir hier sehr gut aufgestellt. Wir haben gute Voraussetzungen und ich denke, mit unserer Unterstützung und noch anderen Unternehmen, die sich in der Digitalisierung engagieren, bringen wir die Region weiter voran. Voneinander lernen ist quasi das Motto für eine gelungene Digitalisierung. Da sind eine Menge Potenziale. Ne? Also nicht nur, wie gesagt, im Geschäftsmodell, sondern halt auch in der Art zu arbeiten, in der Geschwindigkeit, vor allen Dingen in der langen Tradition der Unternehmen. Und wenn man da halt versucht, seine Mitarbeiter mitzubekommen und auch seine Kunden mitzubekommen, dann hat man eine sehr große Chance, auch gegen die, die man bis jetzt noch gar nicht als Wettbewerber sieht. Die Digitalisierung der Unternehmen ist also eine sehr große Aufgabe, an der man nicht vorbeikommt. Der Verein Zukunft Coburg Digital hilft dabei und gab mit seiner Keynote einen ersten kleinen Einblick, wie diese Aufgabe gelingen kann.